Dazu jetzt noch ein Untersuchungsausschuss. Wenn Sie von der AfD unbedingt aufklären wollen, hätte ich da ein paar Vorschläge, was sich noch aufklären ließe. Es gibt zum Beispiel noch ein paar ungelöste Spendenskandale in der AfD. Zum Beispiel Gelder von illegale Gelder von Schweizer Pharmaunternehmen, die an die AfD gespendet wurden, in Alice Weidels Kreisverband flossen. Oder das Wirken einer ominösen PR-Agentur aus dem Ausland, die für den Landtagswahlkampf der AfD in Baden-Württemberg in NRW Plakate spendiert hat. Da sind die geheimen Treffen des AfD-Bundesvorstandes mit einem Immobilienmilliardär. Da ging es um anonyme Spenden an die AfD. Hat die AfD da irgendwo zur Transparenz beigetragen? Hat die AfD irgendwo aufgeklärt, wer diese Spenderinnen sind? Welche Verflechtungen diese Spenderinnen in die Partei der AfD haben? Ich habe den Transparenzbericht nicht gesehen. Seit Jahren schon gibt es den Verdacht, dass Bernd Höcke, kennen Sie vielleicht, prominenteres Mitglied der AfD, Bernd Höcke unter dem Pseudonym Landolf Ladig Texte in einer NPD-Zeitschrift veröffentlicht hat. Texte übrigens, die den Faschismus gar nicht mehr zu kaschieren versuchen. 2015 hat der Bundesvorstand der AfD selbst Höcke aufgefordert, eidesstattlich zu versichern, dass er nicht Ladig sei. Höcke hat das verweigert, soweit ich weiß. Gab es Konsequenzen? Wurde das irgendwann aufgeklärt? Dann gibt es dann noch die Gewaltvorfälle von Andreas Kalbitz, der angeblich einem anderen AfD-Mitglied die Milz zerschlagen hat. Er ist aus der AfD raus, aber immer noch Mitglied der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag. Wurde das irgendwann aufgeklärt? Ich kann so weitermachen. Ich kann noch lange so weitermachen. Die Liste der Skandale, Korruptionsfälle und Straftaten von AfD-Abgeordneten ist so lang. Ich könnte meine ganze Redezeit damit füllen, das aufzuzählen. Da finden sich, nur als Beispiele, da finden sich Trunkenheit im Verkehr, Fahrerflucht, Meineid, Steuerhinterziehung, Untreue, gefährliche Körperverletzung, Kinderpornografie, sexualisierte Gewalt, Verstöße gegen das Versammlungsrecht, Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen, Beleidigung, Volksverhetzung und so weiter und so fort. Und das, liebe Zuschauerinnen, sind nur die strafrechtlich relevanten Fälle von Abgeordneten. Dazu kommen noch unzählige Vorfälle sexistischen, rassistischen, antisemitischen Verhaltens in der AfD, wo die AfD nie genauer hingeschaut hat. Dazu kommen die Verbindung der AfD in die gewaltbereite Naziszene, die Verflechtung ins Reichsbürgerinnenmilieu und in terroristische rechte Gruppen, die allesamt nie von der AfD aufgeklärt wurden. Herr Kollege, es gibt einen Zwischenfragewunsch von Herrn Kleinwächter. Möchten Sie den zulassen? Von der AfD haben wir hier genug gehört. Ausgerechnet diese AfD will jetzt hier für Aufklärung und für Transparenz sorgen. Ausgerechnet diese AfD. Haben Sie, liebe Zuschauerinnen, noch das Bild vom weißen Helden im Kopf? Ich hatte gestern eine Klasse Schülerin aus meiner Heimatstadt Moers hier im Bundestag zu Besuch. Und ich habe diese Schülerin dann gefragt, an wen sie das Bild erinnert. Die mussten denken an die Herr-der-Ringe-Filme, an Saruman den Weißen. Saruman ist der Kopf einer Runde von Magiern, die gegen das Dunkle kämpfen im Herr-der-Ringe. Er gibt sich zwar nach außen als weißer Magier, in Wahrheit hat er sich jedoch längst mit Sauron und den dunklen Mächten Mordors verbündet. Im Verborgenen hat er eine Horde brutaler Orks, die Uruk-hai, herangezüchtet, die nur noch darauf warten, loszuschlagen, um sich ganz Mittelerde unter den Nagel zu reißen. Und genau so sitzen Sie hier, die Abgeordneten der AfD, als Sarumane der Bundesrepublik. Hier im Bundestag schwingen Sie Reden, brüsten sich als weiße Helden, verbreiten diese Reden im Internet und brüsten sich als weiße Helden, die gegen das Dunkel kämpfen, während Sie in Wahrheit längst mit gewaltbereiten Nazitrupps marschieren. Insgeheim oder offen freuen Sie sich über die Anschläge und Morde rechter Terrorgruppen und arbeiten im Verborgenen mit Putschistinnen und Faschistinnen zusammen, warten nur darauf, loszuschlagen, um sich diese Republik unter den Nagel zu reißen. Ja, unter den Nagel zu reißen, liebe Zuschauerinnen, denn täuschen Sie sich nicht. Die AfD mag hier noch so sehr
gegen Korruption und Vetternwirtschaft wettern. Im Verborgenen planen Sie genau das, was die anderen vorwerfen. Wie gut, dass Sie nicht in der Regierung sind. Und wir werden auch deswegen, ich komme zum Schluss, wir werden auch deswegen dafür sorgen, dass das so bleibt. Wir werden uns Ihnen und anderen Faschisten entgegenstellen, no passaran, oder um es mit Gandalf zu sagen, you shall not pass. Herr Kollege. Der Herr Kleinwächter hat um eine Kurzintervention gebeten. Werte Frau Präsidentin, vielen Dank für diese Kurzintervention. Werter Herr Kollege Dieren, Sie haben jetzt nun wirklich eine Reihe von Vorwürfen gemacht, die durchaus geeignet sind, Leute verächtlich zu machen und das aufgrund Tatsachen, die nicht erweislich wahr sind. Das behaupte ich jetzt an dieser Stelle und deswegen frage ich Sie und bitte Sie, zumindest Szenen der von Ihnen 30 gemachten Vorwürfen bitte Namen zu nennen und vor allem auch Beweise zu nennen und zu nennen, ob es hier eine Verurteilung in dem Sinne gab. Denn ich glaube nicht, dass das je der Fall war. Viele Ihrer Vorwürfe waren hier einfach falsch. Sie waren beleidigend, sie waren verächtlich. Und ehrlich gesagt, das, Frau Präsidentin, ist ein sehr unparlamentarisches Verhalten. Herr Dieren, möchten Sie antworten? Bitte schön. Gerne, Frau Präsidentin, antworte ich darauf. Es stimmt ja, dass das Vorwürfe sind, die geeignet sind, die Angesprochenen verächtlich zu machen. Warum? Weil die Taten, die ich Ihnen vorwerfe, das, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe, ja, verachtenswert sind. Diese Straftaten, diese Vorwürfe, das Verhalten, das es von Abgeordneten und Mitgliedern der AfD gibt, ja, die sind verachtenswert. Aber, und da haben Sie Unrecht, Sie sind nicht unwahr. Das, was ich gerade vorgelesen habe, ja, das lässt sich alles belegen. Ich schicke Ihnen das gerne alles nochmal schriftlich. Ich habe zitiert aus Recherchen von Korrektiv, aus Artikeln. Ich habe das letzte Mal Ihnen hier eine ganze Liste vorgetragen. Ich habe gerade namentlich erwähnt Bernd Höcke. Bernd Höcke, der sich als Landolf Ladig in NPD-Zeitschriften verlinkt hat. Ich habe gerade erwähnt Andreas Kalbitz, namentlich. Das kann man alles nachlesen. Googeln Sie es. Ich habe andere namentlich erwähnt. Das lässt sich alles belegen. Ich kann Ihnen das gerne schriftlich auch noch mal nachreichen. Sie haben recht. Es ist geeignet, Personen verächtlich zu machen, weil es verachtenswert ist. Aber Sie haben Unrecht. Die Vorwürfe treffen zu. Jetzt hat Daniela Ludwig das Wort.